Madness Returns. Ich bin Mortiferus und wir fangen jetzt sofort an. Hier, gleich 100%. Ja, ist ein Blind Let's Play. Und, ja, Spielfortsetzung. Dürfte eigentlich trotzdem von vorne anfangen. Ich musste eben nur nochmal neu anfangen. Naja. Ich hoffe mal, es wird trotzdem noch mit Intro und allem drum und dran sein. Wenn man über die Lebenden schlecht reden darf, warum nicht auch über die Toten? Weil es respektlos ist, darum! Das Intro, pst. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt, Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Zart, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese wahre Vorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Auch was nicht stimmt? Oh, okay. Nein! Du kannst nicht! Wehr dich nicht! Schwarz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum! Erwache! So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Hm. So, hätte ich vielleicht vor dem Intro sagen sollen, dass das nichts für zarte Nerven ist. Also wirklich zarte. Ich weiß, ziemlich viele Leute, die auf YouTube rumgucken, sind da jetzt nicht unbedingt, naja, wie auch immer, machen wir einfach weiter. Also, wir sind hier in der psychologischen Einstalt dieses lieben Herrn dort, wie es aussieht. Und ja, wir schauen uns jetzt etwas um und gehen danach wohl Pillen kaufen. Hier ist Boyd's Room. Nee, Boyd's Room. Nee, ich glaube, es soll Boyd's Room heißen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, ach guck mal. Bah, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer?
Der hat überhaupt kein eigenes Zimmer. Na egal. Aber eine schöne Zeichnung hat er an der Wand, muss man einfach sagen. Geht das hier nicht als potenzielle Mordwaffe durch? Na egal. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Frag Liebestöter. Ja. Dann schauen wir noch mal hier. Die haben schon noch was zu sagen. Was ist denn? Wo ist die Tür? Hier. Bitteschön. Gern geschehen. Gut, wir gehen mal weiter. Und erkunden dieses schöne Haus. Oh, Himmel und Hölle. Hä? Da. Vergoldest wie der Doktorzeit? Ich hab mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Die sehen aber hübsch aus. Home, safe home. Zuhause, sicheres Zuhause. Heißt nicht normalerweise Home, sweet home? Ich glaube, wir haben auch was übersehen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit. Wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Illustrated News stellt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik, 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Vorhersehbarer vor allem. Vorhersehbarer. Die Welt ist im Wahn. Nein, die Welt hier nicht. Die andere viel. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Ich bin eine Waise. Ja, ja, man hat ja auch schon am Anfang gehört, unser Haus ist wohl niedergebrannt und wir sind die einzige Überlebende. Earn your keep. Ja, verdiene deinen Besitz. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Das heißt, das hier ist erstens ihr Zimmer und zweitens, das hier ist kein Irrenhaus. Aber sie scheint zu wissen, wie ein Irrenhaus von innen aussieht, also was soll's. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück, aber ich würde dem Absender gerne danken. Noch ein bisschen hier ran. Um diese liebevolle Familie noch einmal anzusehen. Einfach herzergreifend. Und weiter. Sollten wir den Regenschirm nicht vielleicht mitnehmen, etwas zur Sicherheit, falls es draußen regnet? Gut, Vorhang. Wow, spannende Entdeckung. Die Teekanne kann man uns angucken. Offenbar nicht. Hm. Doktors Liebling. So gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Hm, ich habe meine Familie gekillt. Soll ich mit euch weitermachen? Ja, ja, die Kinder von heutzutage. Achso, den Kamin angucken. Achso, das Selbstbewusstsein des Doktors ist gut eingefangen. Penibel gekleidet, ruhige Haltung, knapp an klassischer Schönheit vorbeigeschrammt, hat er den Künstler wohl angewiesen, wie seine Nase zu sein hat. Ja, und wer genau hinguckt, sieht das Kind mit der Nummer 13. Ein bisschen unheilvoll, finde ich. Ich meine, in Hotels gibt es schon keine Zimmer mit der Nummer 13, aber ein Kind mit einer Nummer umzuhängen, wo die 13 aufsteht, ist was ganz anderes, ne? Bist du die Nummer 13? Was bist du für eine Nummer? Das kann man nicht erkennen. Eine 2? Ach so, Nummer Kringel, verstehe. Kann man im Allgemeinen irgendwie schlecht erkennen. Nun gut, ich denke mal, wir gehen raus. Oder gibt es noch irgendwas? Nein, wir gehen raus. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Und sofort ist die Tür zu, obwohl niemand hinter uns war. Ich denke mal, wir sind jetzt auf dieser, wie hieß denn die? Ne, wir sind jetzt hier auf der. Das Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Ich weiß nicht, was überhaupt nicht gelesen. Engine Lane, oder steht. Ich kann den vorne und Buchstaben vorne nicht lesen. Naja, habt ihr gerade was gesagt? Ich hab's verpasst. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Geh außenrum. Und jetzt. Der Lärm ist so dicht, man könnte ein Haus draufbauen. Eines Tages nehme ich die Underground.
wenn sie einmal damit fertig werden. Hier wird nämlich eine U-Bahn gebaut, würde ich daraus schließen. Hier steht es ja auch, Moorgate Street Station closed. Ja, das ist die geschlossen. Das kann ich mir gut vorstellen, das ist hier nicht mal fertig. Hier ist das Irrenhaus. Nicht besonders groß, nicht besonders klein. Und hier kann man sich das etwas genauer angucken. Das ist eins der wenigen Schilder im Spiel offenbar, die übersetzt wurden. Houndsditch Home, Rettungshaus vor. Steht da vor oder für? Das sieht aus wie ein O, deswegen. Ich nehme mal für verwahrloste Kinder. Inhaber Dr. Angus Bambi. Oh, Bambi. Hat ihr irgendwas zu sagen? Offenbar nicht. Du? Wie wär's mit Boccherini, Fräulein? Oder lieber Paganini? Ich hätte lieber Botticelli, auch wenn das ein Künstler ist und kein Musiker. Egal. Habt ihr auch was zu sagen? Oh, ein kleiner Junge mit Zylinder und Krawatte. Arbeitet die auch mal? Wo ist ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns? So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Eher versohlt. Angefasst? Ich dachte, angepasst erst, als ich es umgelesen habe. Na gut. Guck mal, das will ich auch können. Die kann das besser als ich. Aber das heißt, arbeitet die auch nie? Ich meine, was macht ihr denn hier bitte? Ach so. Die haben alle Probleme mit den Knien und deswegen hängen die da so rum. Das sieht so aus. Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht mit Sternennaben. Still, meine Kleinen. Keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Gedicht, meine Kleine, aber warum stehst du hier in der Ecke? Ich meine, ich kann mir Spannenderes vorgucken, als eine Wand anzugucken, die ganze Zeit. Zum Beispiel das Let's Play, Schleichwerbung. So. Katze, töten wir sie! Sie ist weg. Donnerwetter. Bist du ein Mann? Bist du ein Mann? Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, Frau, das zeigt die wirklich sehr schöne Nase. Zeigt die auch irgendwas? Schief ab, Missy! Aber flott! Was macht ihr denn da hinten? Oh, die kiffen. Was passiert denn nicht sonst? Warte, ist hier noch was? Steht denn da? Ach so, Friseur und Parfümeur. Aber was sind das hier für winzige Türen? Hier passt doch niemand durch. Hast du irgendwas? Teekanne. Hübsch. Verkaufen sie den Jungen auch? Moment, du bist doch nicht die Verkäuferin. Wo ist die? Oder der? Das bist du. Auch nix. Warte, ich will doch nur den Jungen ein bisschen angucken. Der hat nämlich ein Jackett an. Ein etwas zerlumptes Jackett zugegeben, aber es ist ein Jackett. Der trägt eine Krawatte, okay. Ich will es gar nicht wissen. Und was ist das hier? Also, das sieht nicht aus wie ein mir bekanntes Tier. Naja, egal. Also, Teile davon. Okay, aber jetzt bevor wir ewig alles angucken, lass endlich weitergehen. Hallo, Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Ja, also ich hätte auch eher vor den ganzen Leuten hier Angst, so wie die aussehen. Hier sieht ja einigermaßen normal aus. Was sind hier alles diese Minitüren? Hier auch. Das wird ihm eine Lehre sein. Gebt's ihm. Ja, immer drauf, ne? Ich geh weiter. Wo ist diese Katze jetzt hin? Ich hab sie schon gesehen. Jedes Wesen muss letztendlich sterben. Trotzdem schmerzt es, die Überreste einer Kreatur zu sehen. Was soll denn das sein? Ja, da ist ich, Tius Tega, liebe Biologen. Ihr habt's gefunden. Moment, das haben die schon längst gefunden. Nachher. Moment. Scheint nicht wichtig zu sein.
jetzt noch was zu sagen. Ich würde sagen, wir folgen jetzt weiter. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windelnwechsel. Hm? Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest wen glücklich machen, die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Ich glaube, der will mich anmachen. Entschuldigung, Sir. Kann ich doch nicht umgehen. Ich habe damit noch keine Ersthanderfahrung. Also nicht mit anmachen, sondern mit angemacht werden. Obwohl trifft das nicht. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ach du Nonne. Nicht, dass Nonnen irgendwas Abfälliges an Nonnen wäre. Das kam nur irgendwie etwas überraschend. Ein Laster. Okay, wir sind in der Zeit der Industrialisierung. Glaube ich, so ungefähr. Da ist das vielleicht noch ein modernes Wort. Und jetzt, pst, Cutscene. Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Witless, welch ein Glück. Schon zum 2. Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Karnickel? Das war eine Katze. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Ein Geheimnis ist nur ein Geheimnis, wenn man es niemandem erzählt. Oder die andere Person direkt danach umbringt. Das ist auch noch nicht. Ja, Industrialisierung, definitiv. So, ich setze jetzt mal einen Cut. Einfach, weil ich nicht mehr weiß, ob ich überhaupt so dran bin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Alice Madness Returns mit Alice.